Leute, hier ist wieder Ebricks und zwar mit einem neuen Video. Und zwar wird das hier wieder mal so ein Halbmischmasch-Video werden. Also ich werde das hier Ganze unboxen. Ist übrigens auch ein sehr, sehr besonderes Set. Und dann werde ich ein Review machen, weil bei einem 4-Plus-Set wohl bemerkt, mein allererstes 4-Plus-Set und auch mein allererster Snowspeeder, aber egal. Bei meinem ersten 4-Plus-Set werde ich hier das Ganze auch nicht wirklich in einem Speedboat machen, weil ich meine... Also, learn to build. Nein, ich habe keine 20.000 andere Sets gebaut. Ja, okay. Aber bleiben wir ruhig. Das ist ein 4-Plus-Set. Ich habe die eigentlich nie gemocht. Aber ich dachte mir so, ja, ein doofes Battlepack will ich jetzt auch nicht mitnehmen. Nehme ich doch einfach nochmal so eine 75268 mit. Ein Snowspeeder. Und ja, nochmal zwei nette Minifiguren hier dabei. Also, kann man eigentlich nichts falsch machen, habe ich mir so gedacht. Aber das werden wir in diesem Video herausfinden. Ja, und hier nochmal Learn to Build und natürlich auch nochmal das Ganze, was hier für die 20 Euro drin ist. Und sonst würde ich sagen, ja, machen wir das ganze Ding hier mal auf. Ja, und dafür werden wir jetzt diesen Siegel hier nehmen und ich würde sagen, ja, machen wir das Ganze hier mal auf, weil die Box passiert mich jetzt auch nicht. Boah, warum funktioniert es eigentlich immer bei diesen... Ach du Scheiße. Nee, also bei allen anderen Sets reißt mir die Box da komplett auf. Und hier... Pico Blanco, wie ich es doch immer so gerne sage. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Also, Leute. Zwei Anleitungen bei einem 20-Euro-Set. Eine mit dem Snowspeeder. Ich zeige es euch gerade mal so schnell. Also, ich meine, das Teil ist ja größer als meine Hand. Also, oh mein Gott. Dann geht es hier weiter mit Tüte 1 und Tüte 2. Ganz nette Teile dabei. Nochmal so ein Cockpit. Das werde ich dann auch nochmal für einen echten Snowspeeder-Mock benutzen wahrscheinlich. Und dann sehen wir hier nochmal Anleitung 2 für die ganzen Krimskrams-Sachen. Also, ich meine, das ist ja sogar schon für neue Lego-Verhältnisse ziemlich dünn. Ich weiß nicht, warum die das in 2 gemacht haben. Aber immerhin, hier ist alles, was in der Box drin war. Und für 20 Euro, ja, es geht. Es geht wirklich. Es sind wirklich große Teile. Aber sonst würde ich sagen, baue ich das Ganze hier auf und dann sehen wir uns später wieder. Ja, und jetzt ist das Ganze aufgebaut. Und ihr seht hier, die Ersatzteile sind jetzt auch nicht wirklich viele, da das ja auch nicht viele Teile sind hier. Aber wir sehen hier zwei Minifiguren, Speeder, so eine Art Hoffbase und auch noch ein kleiner Snowspeeder, um den es ja eigentlich geht. Und Leute, das ist echt, also... Also es war Unterforderung pur. Das waren höchstens 5 Minuten, die ich hier gebraucht habe. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass das Ganze hier rudimentär für Kinder gehalten ist, die über 4 Jahren sind. Ja, und ich würde sagen, bevor wir hierzu kommen, schauen wir uns erstmal die Minifiguren an. Und mein persönlicher Favorit ist hier der Snowtrooper selbst. Er ist wirklich sehr, sehr gelungen. Dieses Teil ist auch wirklich sehr, sehr cool. Es ist aus dünnerem Plastik, aber es geht. Und hier hinten seht ihr dann auch nochmal so ein bisschen Details. Wirklich sehr cool. Und auch noch mit einem normalen Blaster. In den Battle Packs müssen Stud-Shooter sein. Und hier in einem Set, wo man eigentlich spielt. Also es ist extra für kleine Kinder gemacht, die auch auf den Abzug drücken bei den Stud-Shootern. Da machen sie normale Blaster rein. Also ich verstehe die Idee von den Stud-Shootern nicht. Aber auf jeden Fall war das hier eine sehr, sehr coole Minifigur. Vor allem auch mein allererster Snowtrooper. Also richtig cool, den mal hier in einem 20-Euro-Set zu bekommen. Und dann sehen wir hier nochmal, ich weiß, es gab ein Battle Pack, aber das ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Euro wert bei eBay. Und hier haben wir nochmal einen sehr, sehr coolen Snowspeeder-Piloten. Und der hat hier sogar hier Bedruckung, Beinbedruckung, Torso-Bedruckung. Also wirklich sehr, sehr cool. Und der hat auch noch ein Alternate Face. Da ist er so ein bisschen verängstigt. Aber sonst natürlich eine sehr, sehr coole Minifigur. Und auch nochmal ganz exklusiv hier in diesem Set. Aber ich glaube, wir fangen jetzt an mit dem Snowspeeder selbst. Und erstmal ist das mega, mega cool hier, dieses Set, um diese richtig wichtigen Teile zu bekommen, wenn man einen Snowspeeder bauen will. Zum Beispiel hier diese Platte hier, die ist... Originalgröße halt, sieht halt nur ein bisschen komisch aus. Aber an sich dieses ganze Gesamtpaket ist eigentlich ganz knuffig. Also man kann sie so in der Hand halten. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder damit spielen, weil das hier wirklich sehr, sehr gut. Also es fällt nirgendwo was ab. Es ist echt stabil an allen Seiten. Hinten, es sieht okay aus, finde ich. Und da kann man eigentlich auch nichts sagen.
Wir können hier das ganze Cockpit aufmachen. Vor allem auch hier ein sehr, sehr schönes bedrucktes Teil. Wirklich sehr, sehr gut. Auch keine Sticker drin. Dann haben wir hier im Cockpit nochmal Platz für eine Minifigur. Da können wir den Piloten reinsetzen. Ist jetzt mit einer Hand natürlich schwierig. So, und den können wir da reinsetzen. Und dann nach hinten lehnen. Und dann kann man das Ganze hier schließen. Und dann ist er da drin. Ist eigentlich ganz cool. Wie gesagt, schießen kann nur diese Basis da hinten. Aber da ist halt nochmal so eine Andeutung für diese Harpune. Und sonst natürlich auch eigentlich ganz cooles Teil. Und ja, sind halt irgendwie 20 Steine, die hier drin sind. Aber ihr habt ja die Grundplatte schon gesehen. Und das hat hier sogar Technik-Pin-Löcher. Also das ist echt crazy, diese 4-Plus-Set. Ja, aber kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar dem Speeder. Und der ist echt rudimentär. Also, ja, er hat ja nicht mal irgendwie Kontrollpaneele oder sowas. Also, das Teil ist echt rudimentär. Hat ja aber so einen Sitz. Da kann man dann auch einen Snowtrooper reinsetzen, wenn er will. Mal schauen. Die bei mir, also, Snowtrooper. Ich weiß nicht, ob ich den da jetzt auch wirklich drin sitzen lasse. Ich mach mal den Blaster ab und so sieht's halt aus. Er greift halt irgendwie mit den Armen ins Nirgendwo. Aber egal. Man kann ja denken, dass das hier so die, ja, die Hebel sind. Auf jeden Fall cooles, ja, cooles Design für kleine Kinder. Und hier dann nochmal so ein richtig cooles Teil hier unten. Habe ich auch noch nicht. Also generell, viele Teile von dem ganzen Set habe ich selbst noch nie in meiner Hand gehalten. Zum Beispiel auch hier. Also ich zeige euch das hier mal gleich. Schaut mal, das sind hier zwei, ja genau, die 2x2, also 2x2 mal 4 Steine runter. Und das ist echt, das ist, das, sowas hatte ich noch nie. Also wirklich, wirklich cooles Teil hier. Und dass es hier drin ist, natürlich. Niemand verbaut es in anderen Sets, weil es irgendwie viel zu groß ist. Und weil man es auch mit zwei ganz normalen 2x2 Steinen machen kann. Aber ich meine, ist ja ein 4-Plus-Set. Also ja, alles wird verziehen. Aber auf jeden Fall, ja, cooles, ja, cooler kleiner Speeder für kleine Kinder. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu diesem Teil. Dings da, Bums, Hoff. Also auf jeden Fall sehen wir hier so ein kleines Kontrollpanel. Also, aber wenn man hier eine Minifigur hinstellt, dann kann der da gerade noch so rüberschauen. Also das sieht jetzt nicht so perfekt aus. Dann sehen wir hier dieses ganze Teil. Also das da fällt echt oft ab. Ich verstehe nicht, warum sie da nicht einfach nur so einen roten Punkt dran gemacht haben. Ich lasse es mal weg, sonst fällt es mir wieder ab. Dieses Teil hatte ich zum Beispiel auch nicht. Dieses Rock-Teil finde ich sehr, sehr cool. Also kann man nicht sagen. Hier nochmal so ein bisschen Verkleidung und auch nochmal ein bisschen Verkleidung. Also ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir hier dieses rote Ding. Also, ja. Und dann hier nochmal so einen kleinen Blaster. Den kann man da reinstecken vom Piloten, entschuldigt mich. Und ja, das Teil kann natürlich auch schießen. Denn irgendwas muss ja auch schießen. Wenn der Snowspeeder nicht schießt, dann muss dieses Teil schießen. Und das schießt dann so. Und das ist jetzt wirklich für immer weg. Denn das ist weggeflogen. Aber zum Glück haben wir ja noch eins. Lego denkt ja immer an die Kunden. Und ja, das ist ein cooles Ding. Aber, also, ja, ist halt so eine Art Miniatur-Hoff-Base. Ja, und sonst war es das hier für dieses Mischmasch-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal was Ungewöhnliches mit einem 4-Plus-Set, aber ich wollte einfach nur mal ein 4-Plus-Set aufbauen und es euch zeigen. Es ist generell für Kinder unter 4 Jahren geeignet, also über 4 Jahren oder unter. Denn für mich ist das wirklich nichts, aber ich habe einen Snowspeeder. Wie cool ist das denn? Für 20 Euro. Natürlich nicht der 40 Euro Snowspeeder, aber den kriege ich auf jeden Fall noch. Ich weiß, dass ich den noch irgendwie haben werde, aber immerhin cool. Aber halt für unter 4-Jährige. Und sonst war es das hier für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die 4-Plus-Sets findet. Und sonst war es das hier für dieses Video. Und sonst würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Video.